baixinho, com muitas pernas. Cuidado de baixinho, com barulho das pernas. Jonathan, willkommen zum neuen Video auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns ein preiswertes FPV-Einsteigerset, das Cetus Pro FPV Kit von Beta FPV, genauer an. Was es alles kann und ob es vielleicht für dich etwas ist, erfährst du in diesem Video. Viel Spaß! Beginnen wir zuerst gleich damit, was man im Lieferumfang vorfindet. Das wäre neben der Cetus Pro Drohne ein Controller, den man auch mit anderen FPV-Drohnen verwenden kann, insgesamt zwei LiPo ONE-S-Akkus für jeweils ein paar Minuten Flugzeit und generell das Standardzubehör mit Kabeln, dem Benutzerhandbuch und einem Ladegerät für zwei Akkus. Des Weiteren finden wir hier auch eine FPV-Brille für die Live-Übertragung der Kamera vor. Außerdem wird das alles in einer sehr hochwertigen Transportbox geliefert, was für den Preis von etwas mehr als 250 € auf keinen Fall selbstverständlich ist. Beginnen wir zuerst gleich mit der Drohne selbst und ihren wichtigsten Funktionen. Der große Unterschied, der diese Drohne im Vergleich zu anderen herausstechen lässt, ist auf jeden Fall der Fakt, dass viele Sicherheitsfunktionen das ganze System einfacher und ansprechender für Anfänger gestalten. Beispielsweise finden wir in diesem System drei Flugmodi, welche viele sicher schon von der DJI FPV kennen. Im normalen Modus steht die Drohne ganz automatisch in der Luft und hält ihre Position relativ gut von selbst. Somit kann man sich als Beginner reinarbeiten und das ganze FPV-System kennenlernen. Im S-Modus oder auch Sportmodus genannt, ist die Drohne deutlich schneller und lässt sich mit mehr Action präziser steuern. Der letzte und wahrscheinlich auch wichtigste Modus ist der sogenannte M-Modus, wobei man, wie man es halt von FPV-Drohnen kennt, alles selbst steuern kann. Hier muss ich ehrlich gesagt sagen, dass ich davon wirklich begeistert bin. Obwohl die Drohne mit gerade mal 48 Gramm unglaublich leicht ist, kann man sie sehr stabil im Wind fliegen und kann sie drinnen und draußen gut steuern. Mit etwas Übung kann man im manuellen Modus sehr coole Drehungen und Stunts durchführen. Obwohl die Drohne außerdem so unglaublich klein und leicht ist, war ich wirklich begeistert, wie schnell sie in der Luft fliegt. Ich persönlich bin ehrlich gesagt kein FPV-Experte, aber konnte durch dieses Kit viel Erfahrung sammeln. Vor allem, weil das ganze Kit fertig geliefert wird, muss man sich vorher nicht extrem gut im FPV-Thema auskennen und hat, wegen den ganzen Funktionen, eine kleinere Lernkurve als mit Koptern, die man selbst zusammenbauen muss. Vor Abstürzen muss man auch relativ wenig Angst haben, weil die Drohne, vor allem weil sie so leicht und robust gebaut ist, nicht leicht kaputt gehen kann. Kommen wir als nächstes gleich zur Fernsteuerung. Die ist sehr robust gebaut und erinnert etwas an die Fernsteuerung der DJI FPV. Außerdem besitzt sie auf der Vorderseite sogar einen kleinen Hebel, welcher, wenn man ihn benutzt, die Propeller der Drohne stoppt, um größere Schäden bei einem Absturz zu verhindern. Ansonsten fühlt sich die Fernsteuerung sehr hochwertig an und liegt mir persönlich sehr gut in der Hand. Kommen wir als nächstes gleich zur FPV-Brille. Die ist für ihren Preis sehr gut verarbeitet und gibt die Live-Übertragung der Kamera nicht wie gewohnt auf zwei unterschiedlichen Bildschirmen aus, sondern nur auf einem einzigen großen Display. Das finde ich aber ehrlich gesagt gar nicht so schlimm und finde, dass die Live-Übertragung der Kamera in einem Umkreis von ungefähr 70 Metern sehr stabil in der Brille ankommt. Die Reichweite ist zwar nicht extrem hoch, aber für einen Flug auf dem Feld oder im Garten reicht sie auf jeden Fall aus. Cinematische Aufnahmen könnt ihr mit der Drohne zwar nicht machen, aber dafür in kurzer Zeit günstig ins FPV-Thema einsteigen und eine Menge Spaß damit haben. Wenn ihr jetzt also auf der Suche nach einem günstigen FPV-Einsteigerset mit vielen Sicherheitsfunktionen seid, denke ich, dass dieses Kit wahrscheinlich zurzeit die beste Wahl darstellt. Einen Link, um die Drohne auf Amazon oder der offiziellen Webseite von Beta FPV zu kaufen, findet ihr natürlich in der Beschreibung. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen und bedanke mich fürs Zusehen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu diesem Kit oder generell zum Thema Drohnen habt, dann schreibt mir diese gerne in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß beim Fliegen und bis bald.